ich hätte mir vielleicht Weizen nehmen sollen, dann hätte ich Tiere rüberlocken können. Naja, egal. Ich will nur mal gucken, ja, wie weit diese... Hallöchen, meine Freunde, und willkommen zurück zu Glory. Heute dabei der Greenie. Sehr gute Freunde, und wie ihr schon gehört habt, ich bin zusammen in einem Team, oder nehme heute zusammen auf mit dem MC Byte, aka Markus. Hey. Wer hat hier alles abgebaut? Ich hab abgebaut. Ah, hier hinten ist die Workbench. Ist jetzt Kombi-Generator? Ist er jetzt da? Oh Gott, warte, nein. Was, nein? Doch, ist schon. Oh, lauf einmal rein. So, du musst ganz nach oben. Bevor es irgendwas schief läuft. So, jetzt ist es safe. Ich finde, das ist überhaupt nicht besser als vorhin. Der Risikofaktor ist immer noch genau gleich, wenn du alles abbaust, wie PB es gemacht hat. Letztendlich kommt es gar nicht drauf an. Nein. Aber so ist irgendwie Platz sparen. Nicht wirklich. Vor allem, wenn wir Steine produzieren können, ist der Platz mehr oder weniger egal. Aber PB kennt diesen Cobblestone-Generator. PB macht sowieso wieder falsch, da kann ich mit dir drum wetten. Der macht auch den kaputt. Ich würde gerne hier diesen Grundstein wegmachen. Ja, ich auch, das nervt. Ja, das. Wir sollten den irgendwie, ja, für was verwenden oder so. Keine Ahnung, da irgendwas hinbauen, sodass es nicht so hässlich aussieht. Irgendwie sowas. Was wollen wir heute machen? Keine Ahnung, ich versuche einfach mal ein bisschen produktiv zu sein, weiß aber noch nicht in welche Richtung, aber das denke ich. Ach, wir könnten uns zum anderen Team rüberbauen. Ja, die haben das ja schon rübergebaut. Echt? Wo? Ich weiß nicht, wie weit. Hier, direkt nebenan. Ah, geht es also in diese Richtung? Vielleicht können wir jetzt zum anderen Team, das wäre auch relativ krass. Ne? Was hab ich denn so? Das ist gleich. Ja. Ja, wir können rüber. Da ist die andere Insel. Ich sehe sie schon. Das ist die Mitte. Ist das die Mitte? Ja. Ich habe einen Knochen bekommen. Ne, das ist die andere Insel. Ne, Moment, ich hab mich im Kreis gedreht. Ich bin blöd. Ich habe mich einfach gedreht, weil es kurz geruckelt hat. Und ich habe es nicht realisiert. Läuft. Kann man irgendwie Schwarzpulver setzen, so wie Fäden? Nee, ne? Nee. Stimmt, das ist die Mitte. Von da aus können wir dann zur anderen Insel. Ich würde gerne hier die Tierfarm ausbauen. Okay. Nee, ich glaube, die anderen haben sich auch schon in die Mitte gebaut, aber nicht so safe wie wir. Ja, die haben sich richtig hässlich hingebaut. Aber egal. Naja, hier ist das Nether-Portal. Das ist auf jeden Fall schon mal cool. Wir nehmen übrigens schon 3 Minuten auf. Hä, wieso haben die... Die haben jeden vierten Block oder so eine Fackel gesetzt. Das lohnt sich gar nicht. Aber egal, ich sag mal nix. Okay. Ich hätte mir vielleicht Weizen nehmen sollen. Dann hätte ich Tiere rüberlocken können. Naja, egal. Ich will nur mal gucken, also, wie weit diese... Was sie nehmen dürfen und was nicht. Streiten wir uns. Wann gibt es Krieg? Minecraft Hero. Wir kriegen. Dann artet es so aus, dass am Ende Minecraft Varo ist mit Einzelspieler, weil einfach alle gegen alle sind. Läuft, ne? Ja. Ich bin okay, eigentlich ist das hier Varo. Ja, also in Wahrheit ist das hier Varo, aber wir tun einfach so, als ob das Projekt Glory heißt. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich bin jetzt einfach mal so dreist und baue bei deren Cobblestone-Generator ab. So. Jetzt werde ich direkt gebannt. Sonst haben die bald keinen Stein mehr. Würdest du okay sagen, wenn wir alles in Akazien-Look bauen? Akazien? Das hässlichste Holz der Welt. Ja, wir haben schon so alles so richtig viel aus Akazien, deswegen. Ja, aber das können wir ersetzen.
Ja, das ist dann sehr viel. Ja, das Problem ist, wenn wir alles aus einem Look bauen, dann helfen uns ja die anderen Bäume gar nichts mehr, ne? Ja, ich meine jetzt hier, so für Häuser können wir ja noch andere. Aber ich meine so die Wege und alles. Ja, gut, keine Ahnung. Hab ja nichts gesagt. Also mir ist es mehr oder weniger egal. Es ist letztendlich halt nur ein Projekt und auch das geht irgendwann vorüber. Auch wenn es Spaß machen soll, aber dann kommt es ja nicht aufs Aussehen drauf an. Ich will Schübsch Schübsch machen. Ja. Oh Gott, ich habe eine Idee, was ich machen kann. Ich gehe mal kurz auf Google. Und dann gebe ich mal ein. Fairy Tale Gildenhaus. Hier ein paar Bilder an. Dann kann ich nämlich angucken, wie das aussieht, weil das war ja mein Ziel, dass ich das hier nachbaue. Okay, das ist relativ viel größer, als ich es in Erinnerung hatte. Aber ich kann es ja versuchen, ne? Theoretisch? Ne, ich glaube, das kriege ich nicht hin. Boah, Alter! Ich hatte das viel kleiner in Erinnerung. Ne, oder? Alter. Ich wusste ja, dass es nicht gerade klein ist, aber das da, das ist ja ein halbes Schloss. Hey, wie will ich denn das bauen? Das wird schwer. Das wird richtig schwer. Aber ich bin froh, dass PB heute gewonnen hat beim PvP-Event. Ja, das war... Haben wir gar nicht gesagt. PB hat gewonnen. Und ja, darum haben wir den Lava-Eimer jetzt. Wo ja gut, Glück der Lava-Eimer ist ja vom Zuschauer-Voting. Also, ja, stimmt. Und deswegen haben wir Villager. Genau. Ja, zwei Villager. Hat er sie schon gespawnt? Ich glaube nicht. Nicht? Schade. Ich glaube auch nicht, dass er ja, das jemals machen wird. Ja, die wollten eins zusammen machen in der Mitte. Eine Farm. Okay, dann spielt es ja letztendlich gar keine Rolle mehr, wer gewinnt oder so, ne? Aber ja gut, ja, habe ich gesagt. Oh, da legt er aber schon ganz schön Hand an. So, die haben schon nicht alles reingetan. Ich habe noch eine Spitzhacke. Schrittliches Handwerk. Ich baue denen einfach mal die ganzen Eichenbäume ab. Egal. YOLO. Ach, ich baue jetzt einfach das Fairytale-Gilden-Gebäude, so wie ich mir denke. Es wird nicht einfach, es wird keineswegs einfach. Das wird eine relative Herausforderung, kann ich schon mal sagen. Aber you don't know if you don't try, ne? Das ist so mein Lebensmotto. Auch als ob, wie groß der Baum hier ist. Das ist der größte Eichenbaum, den ich je gesehen habe. Eichenbaum. Ich hasse solche Bäume. Die nerven einfach. Dann ja, weiß man nie, wann wo noch einer ist. Ja, und überall die ganzen Seitenzweige und ach. Das sind richtig die hässlichsten Bäume überhaupt. Siehst du, Team Delta, Team Omega, ich mache euch jetzt sogar noch einen Gefallen hier. Nee, eigentlich nicht. Das nennt man Eigengunsten, aber egal. Oh. Nee, Eigennutzen, oder? Keine Ahnung. Ich habe noch nie Wirtschaft studiert und deswegen werde ich es auch nicht. Auch was das immer für eine Begründung sein sollte. Ich hab voll vergessen, dass ich nicht mehr sprinten kann. Warte, nein. Ich nehm kein Bild mehr auf. Läuft. Deswegen liegt das so. Oh Alter. Was ist so? Oh, ich hab den Shader gar nicht drin. So, okay, da gab's lange kein Bild mehr. So, jetzt Shader glaub, wieder drin. Hier. Ich hatte das bis hier. Eichensaptlings. Also bei mir. Ganz viele. Kann ich wieder nachpflanzen. So, ich pflanze sogar hier für euch. Bei mir ist gerade die Festplatte voll geworden, deswegen... Bist bei mir gerade auch ein bisschen der Roboter, weil ich zwei Balken habe mal wieder. Oh, wie ich mein Internet mag. Es ist schön. Ich sollte mal ein Bild zeichnen, wo ich so meinen Internetrouter umarme. Und da steht da unten dran, das ist wahre Liebe. Oh mein Gott, ich mag mein Internet überhaupt nicht. So, an alle, die den Sarkasmus hierbei nicht verstanden haben. Ja, ich mag mein Internet nicht, wenn es nur zwei Balken lang gibt. Das könnt ihr euch jetzt schon mal merken.
Auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass ihr das irgendwann mal brauchen könnt, wenn ihr euch das merkt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr in die Schule geht. Dann heißt das Überraschungstest über Greenies Internet. Ja, okay, läuft. Also, wäre schon nice, ne? Wäre schon cool, ne? Also sowas würde ich natürlich dementsprechend auch feiern, aber ich nehme jetzt einfach mal ein paar Eichen-Saplings zu uns rüber, weil hier hat es ein paar im Überschuss und deswegen bin ich einfach mal so dreist und nehme ein paar mit. Schließlich habe ich hier extra die Bäume schon gefällt und deswegen denke ich mir, Moment, das sind doch Eichen. Ich kann irgendwie verwechsel ich immer die Namen von Eiche und Birke. Geht dir das auch so? Nee. Okay, dann bin ich ein Sonderfall. Gut, das war sowieso schon klar, aber jetzt ist deutlicher. Jetzt ist deutlicher, genau. Du sagst es. Das ist übrigens auch relativ krass, dass ich bislang noch nie allein, oder doch einmal habe ich alleine aufgenommen bei diesem Projekt, sonst noch gar nicht. Das ist, denke ich mal, schon eine krasse Leistung. So, falls ich noch ein Eichensäppchen kriege, könnte ich noch eines davon mitnehmen. Ja, perfekt. Gut, dann habe ich doch hier schon mal was Produktives gemacht. Ich habe ein paar neue Saplings für unsere Insel geholt. Da müssen wir nicht immer nach hier drüben laufen. Und ich denke, das ist doch schon relativ viel wert. Bist du da noch? Ich gehe jetzt drauf. Ja, war so klar. Ich hatte einfach so wenig Herzen. Ja, ich wollte sagen, dass wir schlafen gehen sollten. Ja gut, gehen wir schlafen. Das ist eine Idee. Was ja. So, komm mal. Ich sehe dich schlafen. Okay, jetzt renne ich mal wieder rüber und gönne mir meinen Loot, den ich vorhin von der anderen Insel mit der Hand habe ich dich weggekombo, du scheiß Skelett. Guck mal, mit der Hand reiße ich dich auseinander. Bäm. Beheben. Leg dich nicht mit Greenie an. Ich habe übrigens noch vorhin ein bisschen Aura gespielt, um PvP-Event zu üben. Dann hatte ich eine Runde, wo ich einfach alleine 6 Kills gemacht habe. In einer fucking Runde. Dann habe ich mir so überlegt, wieso habe ich eigentlich nicht beim PvP-Event schon so gut gespielt? Dann habe ich noch ein paar Runden gespielt und da habe ich übelst gut gespielt plötzlich. Weil mir einfach... Ich habe immer so ein paar Ruckler, wenn ich irgendwie so Schlagspiele mache, keine Ahnung wieso. In der Aufnahme läuft es dann meistens flüssig, aber ich selbst sehe es dann immer so mit dezenten Rucklern. Und für mich ist das... Ja, dann habe ich... Genau andersrum. Das ist natürlich dann doof. Naja, jedenfalls hatte ich dann die Ruckler und irgendwann habe ich mir zu mir gesagt, ach weißt du was, scheiß auf die fucking Ruckler, und dann habe ich die einfach ignoriert und war übelst gut und ich glaube, das mache ich jetzt immer, wenn ich PvP spiele. Das ist eine coole Idee. Also wenn die Ruckler hat, einfach ignorieren, das ist doch das Problem. Ich glaube, das ist nicht so leicht. Also ja, bei Rucklern geht's ja noch, aber bei Lex wird's dann heftig, ne? Okay. Bin jetzt dann wieder bei der anderen Insel, kann aber wiederum nicht mehr sprinten. Finde ich sehr nice. Läuft dezent. Aber ich mag irgendwie die Insel der anderen auch. Irgendwie mag ich beide Inseln. Beides sieht cool aus. Ich weiß nicht. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, welche Insel besser aussieht. Haben den gleichen Wert. Da bin ich mir nicht sicher. Wir haben schon zweimal den Cobblestone-Generator gefällt. Ja, da. Intelligenz ist dann halt anders. Ja, genau. Oh, Apfel. Nice. Das kann ich sehr, sehr gut brauchen, gerade. Ein Apfel. Gönne ich mir gerade mal. So. Noch ein Apfel. Nice. Da bin ich aber ein Lacker. Oh, ich bin ein Lacker. Wie viel? 6 Sekunden noch Hunger. Dann bleibe ich erstmal gesneakt stehen hier. Hier noch ein kleines Geschenk. Da war ein Enderman, aber den ignoriere ich jetzt erstmal. Ah! Was? Der heilige Cobblestone. Hä? Okay. Ich verstehe ja nicht, was die anderen hier unter Rumor verstehen, aber woher haben die anderen Redstone? Dingens. Hexe. Ach ja, stimmt. Melonenkerne? Meinst du, ich darf mir da einen nehmen?
Ach komm, die haben 23 davon. Aber ich weiß nicht. Ich will ja auch nicht so dreist sein. Ich meine, die Bäume, die habe ich ja mehr oder weniger selbst gefarmt. Aber Melonen? Ich darf sicher nicht einfach etwas aus deren Kiste nehmen. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Also. Eigentlich nicht. Man sollte sich ja treffen und dann den Handel durchführen. Eben. Die haben ja Hühner, ne? Ah ja, könntest du mitnehmen, wenn die so eine Hühner haben. Du läufst ja zufällig da durch. 15 Minuten auf. Enderperle weg und... Oh, ich habe eine Enderperle. Du solltest ja eigentlich in der nächsten Folge 13 Minuten auf, ne? Habe ich schon gemacht, die Folge. Ja? Aber, ja. Okay. Also kannst du gleich gerne aufnehmen. Kartoffeln habe ich jetzt auch eine. Da war gerade eine, die habe ich genommen und dann direkt wieder neu angepflanzt. Also ich denke, das geht ja noch in Ordnung, wenn man sie wieder neu anpflanzt, ne? Aber ich finde hier gerade keine Hühner. Ich weiß nicht. Ah doch, hier. Ja. Ich bin blind. Ne, die Hühner sind nicht hier. Hier sind nur Schweine und Kühe. Wo sind die Hühner? Alter, die haben... Ich glaube, die haben mit den Hühnern schon verbockt. Kann das sein? Ich habe noch keine gesetzt. Aber es kann natürlich auch sein. Ja, wir haben ja auch noch keine Kaninchen gesetzt. Naja. Soll ich noch ins Nether kurz ein kleines Besüchchen abstatten? Wir sollten ja langsam Aufnahme beenden. Wir sind bei 16 Minuten. Ich sag ja langsam. Ja, wir müssen ja mindestens 13 Minuten haben, ne? Ja. Soll ich die Enderperle werfen? Nee. Finde eine doofe Idee. Ich frage mich, wie die Map hier generiert wurde. Hm, ich hab die gebaut. Ja, wie denn? Hast du einfach... in den Nether, oder was? Nee, die generell die ganze Map. Also, dass wir hier so in der Luft sind. Ja, ich habe eine Welt erstellt, wo nur ein Block, nee, wo gar nichts ist. Und dann habe ich einen Block gespawnt und da habe ich dann gebaut. Ah ja, man kann ja einfach so Blöcke spawnen. Ich mache das immer andersrum, dass ich einfach eine ganze Welt erstelle und da ist wirklich nur Sand, aber das schwebt dann ja sozusagen in der Luft, bis du einen Block abbaust. Kannst du auf dem Sand, kannst du einen Block platzieren, dann einen Sand abbauen, dann fällt der ganze Sand runter und du hast einfach, ja, so eine Skyblock-Welt. Und dann auch noch. Aber ich krieg das nicht mit dem Nether hin. Also der Nether ist etwas komisch. Wie meinst du das? Also man muss auf den Nether bauen. Anders haben wir es nicht hingekriegt. Auf den Nether? Hä? Ja. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Ja, du musst auf den Nether gehen. Also, er ist hin teleportiert. Weil man, ich kann keine leere Welt, also Nether-Welt erstellen. Ach so. Dann sind wir über dem Nether drüber. Ja. Ach so, okay. Verstehe ich sogar, wie du meinst. So, eine Karotte. Perfekt. Dann... Ich frage nachher noch in der Gruppe, ob man das überhaupt darf. Ansonsten bringe ich das Ganze wieder zurück, natürlich. Aber, ja. Wieso ist hier eine Kuh frei am Rumlaufen? Bei uns? Ja. Ja, wegen PvP-Event. Ja, PvP-Event hat ja PB einer rausgelassen. Aus ich habe sie jetzt gekillt. Wir haben noch genug Kühe hier drin. Das geht schon immer so. Dann habe ich wieder was zu futtern. Also ich kriege langsam echt massig Hunger. Aber wo sind unsere Öfen? Das ist jetzt die Frage. Die sind im Haus da. Ach so. Ach so. Das ist Gemeinschaftshaus. Ja, ich merke es gerade. Einfach so im Boden drin. Läuft. So, bisschen Fleisch braten. Das ist auf jeden Fall immer gut. So, okay. Jetzt habe ich einige Zeilen und dann kann ich jetzt. So, Fleisch. Ja, Mama. Tresor vom Keller. So, jetzt ist die Frage, wo baue ich das Gildengebäude hin? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4.
4, 5, 6, 7. Wir nehmen 19 Minuten auf, das heißt ab weg vom Server. Okay. Und dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schaut auf jeden Fall bei MC Byte vorbei, Link natürlich unten in der Videobeschreibung, ebenso wie die Links zu allen anderen Teilnehmern und die Regeln natürlich. Deswegen, ja, haut rein, ciao. Tschüss.